endlich mal ein gutes Solo spielen können. Du denkst dir, boah, meine Fresse, ey. Alle können es, nur ich nicht. Natürlich, meine Solos klingen immer gleich und einfach so langweilig, ich könnte selber schon dabei einschlafen. So ein Mist, ey. Was soll ich denn überhaupt eigentlich spielen? Da fängt es schon an, das weiß ich gar nicht. Mir fehlen da einfach komplette Ideen. Das Thema Solieren ist komplex, das brauche ich dir jetzt nicht mehr sagen. Doch mit diesen drei Tricks, die ich dir in diesem Video zeigen werde, wirst auch du in der Lage sein, richtig gute Solos spielen zu können. Aktuell sieht das bei dir wahrscheinlich so oder so ähnlich aus, wenn du versuchst, ein Solo zu spielen. Das Problem ist, dass du einfach keine Ideen hast, was du mit den Tönen anfangen sollst. Denn eine Tonleiter zu lernen ist genauso einfach wie Vokabeln einer Fremdsprache zu lernen. Um mit diesen Vokabeln aber richtig kommunizieren zu können, musst du sie auch richtig anwenden. Aufs Gitarrespielen übertragen heißt das, du musst die passenden Töne spielen mit einem interessanten Rhythmus und Ausdrucksstärke. Wow, das sind drei Schlüsselinformationen, die wir jetzt hier im Video nicht besprechen werden. Ja, dann wird das Video 10 Stunden lang. Aber wenn du konkrete Fragen dazu hast, dann schreib es doch einfach unten in die Kommentare. Das Gute am Gitarrespielen gegenüber zur Kommunikation, wenn wir nochmal das Vokabelbeispiel aufgreifen, ist, dass es beim Gitarrespielen mehr oder weniger eigentlich kein richtig und auch kein falsch gibt. Aber es gibt sehr wohl ein schlecht klingen und ein gut klingen. Die Richter, die Bewerter in diesem Fall sind deine Zuhörer oder auch du selber. Und dazu jetzt drei Tricks, die du kennen solltest, um sofort besser klingende Solos spielen zu können. Trick Nummer 1, beschränke dich auf zwei Saiten. Soliere zum Beispiel nur auf der G- und B-Seite und versuche mit diesem Tonmaterial mit verschiedenen Rhythmiken kleine Melodien und Phrasen zu bilden. Der Vorteil daran, du hast automatisch eine eingeschränkte Auswahl an Tönen. Dadurch kannst du dich endlich auf andere Dinge konzentrieren, zum Beispiel Rhythmik und Phrasierung. Eine kleine Auswahl hilft unserem Gehirn dabei, schnellere Entscheidungen zu treffen. Viel Auswahl überfordert es eher. Es gab zum Beispiel mal ein Experiment, ob Männchen an einem Stand, an einem Marmeladenstand mit zum Beispiel 30 Sorten mehr kaufen würden oder an einem Stand mit zwei, das waren glaube ich drei, auf jeden Fall viel weniger Auswahl, ob sie dort mehr kaufen würden. Spontan würde man denken, dass logischerweise der Stand mit mehr Sorten gewinnt. Da mehr Auswahl. Beim Experiment hat sich jedoch gezeigt, dass der Stand mit viel weniger Sorten am Ende mehr verkauft hat. Das Ganze gehört zum Thema Limitierungen setzen und ist ein extrem hilfreiches und effizientes Übungskonzept. Trick Nummer 2, Slides verwenden. Eine der wohl einfachsten, aber effektivsten Phrasierungstechniken. Mit dem Slide hast du eine einfache Möglichkeit, deinen Solos wesentlich mehr Ausdrucksstärke und Emotionen zu verleihen. Wenn du noch Anfänger bist und Phrasierungstechniken für dich neu sind, dann solltest du als allererste Phrasierungstechnik, denn es gibt viele, den Slide lernen. Übrigens, als Phrasing bezeichnet man den Klangcharakter des Tons oder von dieser Note, die du spielst. Also wie dieser Ton gespielt wird. Natürlich, wenn du schon fortgeschritten bist, dann tob dich hier mit allen möglichen Phrasierungstechniken aus, die du kennst, vom Vibrato über Bending, Rakes und so weiter und so fort. Und Trick Nummer 3, nichts spielen. Richtig gehört, einfach mal nichts spielen oder zumindest nichts Neues.
Was ich damit meine? Wir Gitarristen meinen, dass wir ständig irgendwelche Töne am laufenden Band spielen müssen. Stattdessen solltest du den Fokus darauf setzen, Töne auch mal länger ausklingen zu lassen oder auch direkt einfach mal eine Pause zu setzen. Hier ein Beispiel. Mehr wie ein Sänger bzw. ein Sprecher. Beim Sprechen kannst du auch nicht unter einem laufenden Band sprechen, sonst würde irgendwann mal der Zuhörer ermüden, sondern du musst Pause machen, du musst Luft holen. Dadurch bilden sich kleine Phrasen, verschiedene Rhythmiken, die zum Beispiel auch für Aufmerksamkeit sorgen, und das solltest du auch in deinem Gitarrenspiel verwenden. Auch wenn die Themen Solieren und Improvisation sehr komplex sind. Diese drei Tricks sollte jeder kennen, egal ob du noch Anfänger oder schon fortgeschritten bist. Wenn du diese Tricks beherzigst und in deinem Gitarrenspiel anwendest, dann wirst du bessere Solos spielen können. Mehr zum Thema, wie du gute Solos spielst und wie du deinen Soli Ausdrucksstärke und Emotionen verleihst, erfährst du in unserem Online-Kurs Phrasing Control. Du findest den Link zum Kurs unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anwenden, beim Solieren und Jammen. Rock on!